Und herzlich willkommen zu Folge 110. Zu unserer kleinen Höhlenmission Tour. Naja, klein nicht, soll ein bisschen größer werden. Ich hoffe, das funktioniert auch. Unsere schöne Diamantspitzhacke ist ja direkt kaputt gegangen. Also nicht kaputt gegangen, die existiert noch, aber die ist halt sehr, sehr dolle gedamaged. Na komm, geht doch. So, her damit, Rest kann drinnen bleiben. So. Genau, hier waren wir. Ich mache hier auch wieder direkt zu. Oder war ja noch was? Oben war doch noch was, oder? Ne, habe ich schon alles entfernt. Sehr gut. So, hier war wieder was. Wer hätte gedacht? Oh Gott, ey. Wie langsam Eisen wieder direkt ist im Vergleich, ne? Fällt irgendwie auf. Okay, Lead scheint ein sehr weiches Metall zu sein. So. Mittlerweile dürften wir massig Eisen haben. Schon wieder. Und auch massig von diesem sogenannten Lidschatten. Was auch immer das ist. So, dann gehen wir mal hier in die Höhle des Löwen und gucken mal, ob wir hier irgendwo Gold finden. Hier ist auch schon wieder Eisen. Lass ich jetzt einfach mal da, weil wir haben mittlerweile ja, mehr Eisen als gut für uns ist. Hier ist auch schon wieder Eisen. Kann doch hier unmöglich einfach alles liegen lassen, das ist doch. So, ich muss hier nur aufpassen, ne, wegen Monster. Wir sind ja hier nicht alleine. Also bisher noch. Zum Glück. Aber das kann sich jeden Augenblick ändern. Es sieht ja auch noch alles erstaunlich so aus, wie wir es hinterlassen haben. Ich dachte mittlerweile, die Höhle ist schon geplündert. Weil unsere erste Folge, wo ich hier drin war, die ist bereits online. Also öffentlich. Das heißt, meine Zuschauer wissen bereits von dieser Höhle. Und da dachte ich direkt, als ich gesehen habe, dass die Folge online ist, oh mein Gott, die Höhle wird sterben. Gold! Siehst du, hier noch Eisenkram hat es doch gelohnt direkt. Wenn das mal kein Gold ist, dann weiß ich aber auch nicht. Leider kommt Gold nicht so häufig vor wie Eisen. Und wir brauchen aber eine ganze Menge. Wir brauchen pro Protection Block braucht man 9 Eisen. Das ist einfach mal apostrophisch. Dann ist auch noch Gold. Direkt mal hingehen. So, jetzt noch wieder Eisen. Hoffentlich kommt uns kein böses Monster einfach von hinten. Wir sollten uns auch mal eine Rüstung einlegen, kann das sein? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ich meine, Eisen haben wir mittlerweile relativ viel. Wir können uns also sogar eine Eisenrüstung, also eine Eisenrüstung auf jeden Fall machen. Mir persönlich wäre zwar eine stärkere Rüstung, also sowas wie Diamant und so lieber, aber wir haben halt weder Diamanten noch, doch, wir könnten unsere eine Regenbogenrüstung bauen. Oder Rainbow Ohr haben wir ja mittlerweile eine ganze Menge. Kann man Rüstung auch reparieren auf dem Amboss? That is a good question.
weil wenn wir den Amboss anklicken, da steht ja immer, man kann nur Werkzeuge reparieren. Die Frage ist, meint er damit wirklich explizit Werkzeuge oder meint er damit einfach nur die Sachen, die sich halt abnutzen mit der Zeit? Könnten wir echt mal probieren. Dann könnten wir uns nämlich eine Regenbogenrüstung bauen und dann, wenn uns hier so Dungeon Master von der Ecke dumm anmacht, können wir sagen, Junge, chill mal deine Base. Oder chill mal deine Basics. Für die Leute, die Miso kennen. Die CO kennen. Oh, schon kaputt. So. Dankeschön. Ich habe keinen Plan, was dieses Lied ist, aber ich hoffe mal, wir können es noch irgendwann mal gebrauchen. Sonst nehme ich das Ganze jetzt hier umsonst mit. Das wäre ein bisschen tragisch, aber davon haben wir hier auch massig. Ah, Gold. Gold. Also Gold finden wir doch so an einigen Stellen. Ich dachte schon irgendwie, dass Gold genauso selten ist wie hier Mese. Aber Gold ist hier doch ein bisschen weiter verbreitet. Sehr schön. Ich denke mal, mindestens ein Stack oder vielleicht sogar zwei Stacks kriegen wir hier locker voll. Also jetzt nicht heute, sondern insgesamt. Ist das Silber? Das ist Silber, ne? Chrom! Ach du Scheiße, leck da Fett hier. Jetzt gibt es jetzt sogar schon Chrom. Können wir Autos bauen? Chromfelgen? Oder wir bauen uns damit einen Chromium-Browser. Ist ja gut jetzt. Das ist aber Zinn. Oder das ist Silber. Das kann natürlich auch sein. Ne, ist Zinn. Okay. Weil eben, Silber ist heller als das. Silber ist ja, naja, nicht weiß, aber geht halt, ist halt das hier Silber. Wie gesagt, Silber ist halt wesentlich heller als Zinn. Weil Zinn ist ja gräulich und Silber halt schon fast weiß. Und deswegen war ich halt so ein bisschen stutzig, weil das hier ist halt bläulich. Aber naja, hat sich auch bewahrheitet, dass es kein Silber ist, sondern. Könnt ihr mal direkt gucken, was man aus Chrom bauen kann. Ich traue mich halt nur hier nicht irgendwie stehen zu bleiben und dann irgendwo mal ordentlich das Handbuch zu durchblättern. Weil, ne, Monster und so. Und ich habe jetzt keine Lust, dass uns so ein Viech einfach mal von hinten anhustet und wir dann direkt Corona haben. Oder andere Krankheiten. So, hier können wir nicht runter. Das dürfte ganz schön wehtun. Dann gehen wir mal hier vorne runter, so wie es gehört. Oh oh! Mir fällt doch gerade. Oh, der hat uns schon anvisiert. Weil ist er gerade abgedreht. Mir fällt gerade ein, wir haben gar kein Schwert dabei. Das ist so schön Gold, ich will das Gold haben. Ah gut, wir müssen uns halt ein Schwert bauen. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir auch noch ein Schwert brauchen. Eisenschwert ist jetzt nicht unbedingt die erste Wahl. Ich denke mal, das macht Sinn, aber es ist besser als gar nichts. Wir hätten uns auch ein Holzschwert bauen können, das wäre ungefähr genauso effektiv gewesen. Wobei, es geht eigentlich. Bleib weg! Ging eigentlich sogar. Easy, wir haben nicht mal Schaden genommen. Ja, weil hier ist halt auch sehr dunkel ist. Siehst du, da ist schon wieder die Viech gespawnt. Ist hier also wirklich super dunkel. Super dunkel.
Aber sieht er uns nicht? Oder hat er keinen Bock auf uns? Eins von beiden wird es schon sein. Hier ist auch ganz schön dunkel. Ich mache hier auch mal eine Fackel hin. So. Und hier auch. Da wir in dem Bereich öfters mal unterwegs sind. So, und dann baggern wir uns mal hier das ganze Gold ab. Und hoffen mal, dass wir nicht noch einen Dungeon Master spawnt. Ah, ich sehe, davon war ein Silber. Oder sogar beides. Nee, doch. Okay. Ach komm. Eisen lasse ich jetzt einfach mal konsequent liegen. Wenn es so schnell ist, unsere Eisenaxt nicht. Das heißt, jetzt ohne das Eisen abzubauen, dauert man einfach zu lange. Oh, hier sind da zwei direkt. Was ist denn hier los? Was haben wir gerade bekommen? War so dunkel, ich hab's nicht gesehen. Was auch immer es war, ich hoffe, es war Gold. Ich weiß nämlich gerade nicht, weil diese Magier, die droppen extrem verschiedenste Sachen. Und jetzt weiß ich nicht, ob die auch Gold droppen können. Meistens droppen die ja irgendwie sowas wie Obsidian oder irgend so ein Zeug. Das war schon wieder Silber? Auch nicht. Aha. Wie sieht denn Silber aus? Verstehe das nicht. Gold. Dankeschön. Aber kann mir irgendwie mal jemand sagen, warum sich die Schwerter nicht mehr abnutzen? Ich meine, mir kann doch keine Kinder erzählen, dass ein Eisenschwert endlich lange hält. Ich meine, okay, im echten schon, weil bis ein Eisenschwert stumpf wird, dauert es ein bisschen. Ich meine, bei Menschen oder so, da hat man Knochen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die Fischer Knochen haben. Und wenn die halt keine Knochen haben, dann bleiben die Schwerter auch relativ lange scharf. Wie gesagt, normalerweise nutzen sie sich halt ab. Und das tun sie nicht mehr. Und ich weiß nicht warum. Ein bisschen seltsam ist es schon. Jetzt wieder Chromium. Oder? Nee, es ist jetzt dunkel. Ach, das war wieder Silber. Okay, halt, also Silber ist doch ein bisschen dunkler. Das ist jetzt auch wieder Silber, ne? Okay, das heißt, Silber ist auch bläulich, aber dunkel. Was war denn das Weiße? Weil es gibt auch ein Material, das ist wirklich fast weiß. Suspekt, ich baue schon wieder hier Eisen mit ab. Das ist falsch mit mir. So, wir gehen mal lieber wieder nach oben. Hier unten ist mir zu dunkel. Zu viele unwegsame Flächen, wo sich böse Monster leicht verstecken können. Und das mag ich nicht. Nicht wirklich. Deswegen lieber nach oben gehen. Da haben wir Ruhe. Da sind wir alleine. Hier ist sogar Gold direkt. Wir werden also auch belohnt. Es war also die richtige Entscheidung. Sehr gut. Wie viel Gold haben wir jetzt mittlerweile? Naja, halber Stack. So, Lead. Was macht das? Lead Block. Ist das das Material, was ich zum Bauen eines Atomkraftwerks brauche? Leadstaub. Ha. So, Chrom. Chrom nutzt man für verchromte Badewannen. Okay, ansonsten hat das keinen Zweck. Ne. Damit kann man... Achso, halt nein. So rum. Oh, doch. Steuer- und Regeleinheit. Okay. Und ein...
Musikspieler. Ja. Aber das sehen wir wahrscheinlich, wie viele manche Sachen brauchen. Was? Prospektor? Was ist das denn? Selbstversorger, Injektor? Selbstversorger? Gott, Alter. Teleport Pneumatic Tube. We are fucked. CNC-Maschine, yay! Okay, lol. Das heißt, wir brauchen doch Chrom. Ich meine, von den Sachen, die wir gerade gesehen haben, werden wir wahrscheinlich nichts bauen. Wobei mich schon interessiert, was wir mit der CNC-Maschine bauen könnten. Gibt es da bestimmte Gegenstände, die man nur mit der CNC-Maschine bauen kann und nicht mit einer Säge oder sowas? Würde Sinn machen. Die Frage wäre halt, was wäre das denn zum Beispiel? Naja, wenn wir mal eine CNC-Maschine brauchen, haben wir auf jeden Fall Chrom. Das heißt, wir können dann eine CNC-Maschine bauen. Oh! Ein bisschen Mithril. Kann nicht schaden. So, jetzt sind wir wieder oben angekommen. Dann ist der Ausgang. Das heißt, wir gucken jetzt mal in die Richtung hier, ob wir hier irgendwie Gold finden. Da zum Beispiel. Hier oben ist jetzt schon ausgeleuchtet, so wie es auch normalerweise sein sollte. Trotzdem sehe ich nichts Gelbes hervorblitzen irgendwo. Also da hinten sehe ich gar nichts Gelbes. Lol. Scheint also doch nicht so häufig vorzukommen, wie jetzt zum Beispiel Eisen oder ähnliches. Aber zumindest wesentlich häufiger als Mese. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Mal weiter. Wie sieht es denn hier hinten aus? Da hinten ist Gold. Hier ist noch ein bisschen Chrom. Ne, das war Silber, kein Chrom. So, da ist auch wieder Gold. Sehr schön. Da tragen wir jetzt einfach mal den gesamten Berg ab. Spaß. Auch wieder Gold. Ah, okay, also kommen wir hier wieder in eine Region, wo ein bisschen mehr Gold vorhanden ist. Sehr schön. Aber schauen, vielleicht kriegen wir doch heute noch ein Stack zusammen. Da können wir zumindest ein paar Protektors bauen. Und dann würde ich tatsächlich auch schon mir direkt meine Rüstung bauen. Einfach damit wir hier, wenn wir mal wieder hier unten sind, halt ein bisschen mehr an Schutz haben. Weil die Sache ist halt, ne, wenn wir Dungeon Master sehen und den fertig machen, dann ist es relativ easy. Aber wenn wir den Dungeon Master nicht sehen, er uns aber vorher sieht und uns dann angreift, bevor wir ihn sehen, dann wird es ein bisschen hässlich. Ich meine, er macht immer vorher komische Geräusche, so eine Kampfschreie, das heißt, sie sind immer gewarnt. Aber erstens hat man zwischen dem Kampfschrei und dem Eintreffen des Projektils gar nicht so viel Zeit. Das heißt, wir müssen, wenn wir reagieren, relativ schnell reagieren. Und zum anderen gesagt, muss es halt nicht sein, dass wir hier unten rumlungern ohne Rüstung. Also. Oha. Und obwohl da hinten ist mir zu dunkel. Kriege ich ihn rausgelockt? Ach, wahrscheinlich nicht. Können da hinten bleiben. Ich hatte ja keinen. So, hier hinten wird auch wieder überall dunkel. Wir könnten doch mal die ganze Gegend hier ausleuchten. Da, oh, eine Spinne! Süß! Ah, Coton. Ah ja. Oh! Danke, Spinne! Ich dachte, du wolltest mich angreifen, aber er wollte uns nur das Gold hier zeigen. Eine liebe Spinne war das. Eine ganz, ganz liebe. So hilfsbereit, uns direkt zu dem Gold zu führen. Das ist ja wie selbstopfernd. Aufopfernd.
Vor allem, weil wir sie umgebracht haben. Aber ich wusste es ja gleich. Die eigentlichen Bösen sind wir. Oh, hier ist aber dunkel aus. Was ist denn hier los? Achso, da waren wir schon dran. Das sieht stark nach von uns produzierten Kacke aus. Wir sind schon wieder, verhungern hier. Was ist denn los? Nahrung. So, dann essen wir mal ein paar Kekse. Sehr schön. So. Haben wir hier? Ja, voll. Ich wollte gerade fragen, ob wir noch irgendwo Gold sehen haben. Dabei so tun. Und so. Gut, da würde ich mal sagen, wir schlagen jetzt hier immer so als Ringe. Ne? Also gehen wir jetzt hier immer an der Grenze vom Dunklen lang und leuchten das immer wieder aus. Und dann gucken wir mal, ob wir dabei Gold finden. Na wunderbar. Genau so soll das laufen. Wir müssen halt nur aufpassen, weil wie gesagt, wir laufen jetzt an der Grenze vom Dunklen. Das heißt, erhöhte Monstergefahr. Denke ich mal, ist logisch, oder? Gold. Dass ich jemals so intensiv nach Gold suche, hätte ich nie gedacht. Weil ich bin ja eigentlich eher so einer, der so Gold, naja, braucht man halt in der Regel für nichts. Ist gerade schon dunkel? Ist noch mehr Gold? Nein. Ne, ich meine, Gold schon und gut. So in der Realität vielleicht. Ne? Da hat man gerne Gold. Aber so in meinem Test, ich meine, aus Gold kann man halt nicht wirklich was machen. Werkzeuge sind halt sehr instabil. Bauen zwar einigermaßen schnell ab, halten aber nicht sehr lange. Und selbst das mit dem schnell abbauen, weiß ich gerade nicht, ob das wirklich so ist. Von daher ist halt Gold relativ useless. Aber es gibt halt. Oh, eine Spinne! Wow, Alter! Das war gerade eine Reaktionsgeschwindigkeit hier, ey. We are America! Ja. Achso, dann ist wieder unser kleiner Gelber. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Die Spinne hat mich gerade komplett aus dem Konzept gebracht. Wo war ich denn gerade? Was habe ich doch gerade erzählt? Ach genau, Gold. Ja, wie gesagt, bei meinem Test bringt halt Gold an sich erstmal gar nichts. Ist jetzt nicht so super, dass man das explizit sammeln muss. Aber mit diversen Mods gibt es halt auch Mods, die wo man halt explizit Gold braucht. Wie zum Beispiel die ganze Protektor-Mod. Und es greift mich an. Wobei es dumm ist und mich gar nicht trifft. Weil es nämlich hier gegen die Erde schießt. Das Viech ist so ultra dumm. Nein, nein, schieß doch, trifft mich eh nicht. Balalalala. Komm mal her, ich zeig mal, wie es geht. Guck mal, so und so und so. Haha, bist du tot. Und du hast nichts getroppt, du Hurensohn. Ich hasse dich und deine ganze Brut. So. Ach, Gold. Hey, wie konnte das übersehen haben? Hallo? Vor allem Gold ist ja nun wirklich von der Farbe her auch sehr markant. Ich meine, solche Sachen wie hier, weiß nicht. Das blaue Zeug, dieses Mithril, das ist halt eher dunkel. Das heißt, wenn das hier mal irgendwo ist, da sieht man halt kaum. Aber das Gold, das ist halt, ne, ist halt gelb. und das leuchtet halt relativ weit. Also man sieht es relativ weit. Und dass wir dann da gleich so viele, ne, das war ja 4 Stück auf einem Haufen. Wie konnte man das denn übersehen haben? Das geht ja gar nicht. So, hier ist ganz schön dunkel. Schau mal, hier ist Licht.
schön, ne? Wir sammeln das ganze Lied ein, obwohl ich noch immer noch gar nicht weiß, was wir damit machen können. Das ist irgendwie traumhaft. Das ist, oh, hier haben wir aber schön... Kupfer brauche ich jetzt eigentlich wirklich nicht mitnehmen. Ich meine, Kupfer, ganz ehrlich. Ach, her damit. Warum nicht? So, jetzt ist es aber wieder ganz schön dunkel. Ich mache mal ein bisschen Licht. Licht. Oh, schon viel Eisen hier. Können wir uns ja mal bald wieder ein paar Dampfhammer bauen. Alter, ich sehe auf dem Bildschirm halt wieder gar nichts, weil draußen gerade so hell wird. Ich sollte vielleicht öfters mal mein Bildschirm ein bisschen entstauben. Kann es sein, dass der Server gerade ein bisschen daher hängt? Fühlt sich hier gerade so reaktionsschwach an. Oh, da ist wieder Gold. Und hier wird es dunkel, das heißt, ne? Erhöhte Gefahr von Hinterhelden. Halten. Hulten. Hintergehelten. Das Gehalt für die Hinterwäldler nennt man Hintergehelten. Ja. Ich soll drauf jetzt reden. Ich will dich haben. Ja gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder nach oben. Sorry, aber das muss sein. Habe ich es jetzt aufgesammelt? Aber wieso hast du mich? Ja, haben wir. Gut, dann gehen wir jetzt mal direkt nach oben, nach Hause, heim. So ein kleines süßes Heimkind. Hab ich gerade nicht wirklich gebracht, ne? Kein Respekt. Dieser Ronny. So. Oh, Gold. Aufpassen, dass das jetzt nicht die schöne Spitzhacke kaputt macht. Im Rahmen unserer Leichtsinnigkeit. So, hä? Was sind wir überhaupt? Sind wir richtig? Doch, sind richtig. Das sah gerade so falsch aus, ich dachte gerade der Ausgang wäre da hinten irgendwo, aber das zum Glück noch nicht. So, und da haben wir, oh doch, wir haben jetzt mittlerweile mehr als ein Stack. Sehr schön, hat sich doch sogar schon fast gelohnt. Innerhalb von einer Folge einen ganzen Stack. Das kann man sehen lassen, das kann man sich doch... ist jetzt nicht so, dass man sich dafür jetzt unbedingt schämenderweise... über die Klippe werfen muss oder so. Wir haben auch wieder schön viel Gold, Eisen. By the way, können wir eigentlich mal gucken hier mit diesem Lied. Können wir mal gucken. Ne, so rum. Jetzt sagt mir nicht, dass das Blei ist. Lied war Blei? Was ist das denn hier? Öl und Wasser. Naja, es sind aber schon zwei verschiedene Sachen, ne? Oh. Oh Gott, so viel gibt es auch noch. Hä, ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht gefunden. Ach, siehst du hier, Uran haben wir auch noch gar nicht gefunden. Zinkerz.
Tja, also da gibt es ja mal noch, also ne, das haben wir schon gefunden, das haben wir auch schon gefunden, Silber ist sowieso und Mineral, aber die drei Sachen haben wir noch gar nicht gefunden. Kann also durchaus sein, dass die tatsächlich noch weiter unten im Boden sind. Das heißt, wir werden dann auch irgendwann mal, ja, weiter in die Tiefe gehen dürfen. Ach du Scheiße, ey. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Yay. We are fucked. Das ist Fakt. Okay, Feierabend. Wisst ihr was, wir gehen mal direkt nach Hause. Und dann nutzen wir nochmal noch ein bisschen die restliche Zeit von der Folge und gucken mal im Quellcode, ab welcher Tiefe wir das Zeug finden. Jetzt weiß ich auch gar nicht. Ach Mist. Habe ich hier Spawnpunkt gesetzt? Nein. Ist auch egal. Und die Höhle unten ist, glaube ich, irgendwie auf minus 600 oder sowas. Also auf jeden Fall noch minus vor minus 1000. Kann also durchaus sein, dass es die Sachen hier erst ab minus 1000 gibt. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen runter. So, was wir hier auf jeden Fall machen können, ist das schon mal hier reinpacken. Aber wir haben jetzt mittlerweile anderthalb. Alter. Wir haben mittlerweile anderthalb Stacks von Gold. Das ist. Kann man so machen. Ach, Chrom hatten wir auch schon. Gut, nicht so viel. Zink. Okay, das heißt, Zink hatten wir sogar schon gefunden gehabt. Okay. Aber halt noch kein Uran und kein Sulfat. So, da haben wir schon wieder Marmor. Achso, Marmor haben wir im Lager. Okay, dann packe ich trotzdem erstmal hier rein. Ganz viel Cleanstone. Wobei wir das direkt mal ins Lager packen werden, denn. Was ich noch machen wollte, 10 mal Eisen. Haben wir Eisen? Da haben wir Eisen. So, das packen wir mal direkt hier in unsere Tasche. So. Gut, dann kommst du da rein, du da rein, du da rein. Und schon ist das Ding hier wieder voll. Ach Gott. Vielleicht können wir auch ins Lager die Sachen hier, die Erze reinpacken. Macht das Sinn? Ich guck mal, ob ich hier ne, so ein bisschen was. Zink. Na gut, davon werden wir jetzt nicht so viel finden. Das hier vielleicht noch. Was haben wir noch? Kupfer. Dann halt Kohle, da haben wir auch relativ viel von. So vielleicht. Lohnt sich das? Nee, komm. Aus. Macht keinen Sinn. Können wir später gucken, wie wir das, ob wir da mal so zwei Sechser-Dinger da irgendwie denn dafür belegen. Wer soll jetzt ein bisschen was reinpacken und das andere dann nicht reinpacken, ist dann auch dumm. So, da rein. Ups, ich habe einmal Goldtaler im Dings gelassen. Egal. So. Guckt euch das an. Das erste ist sogar schon wieder fertig. Wow, wir haben gerade mal 3 Stück bekommen. Ist es nicht so viel? Tatsächlich eher nicht so. So, dann reparieren wir nochmal schnell unsere Spitzhacke. Craften unsere Rüstung. Packen die Goldtaler weg. Das hätte ich vielleicht ins Lager tun können. Egal. Und dann. Ja.
Ich glaube, diese Blaubeer-Dinger hier, das wird eins der ersten Dwarver sein, die ein Upgrade bekommen. Das nimmt ja hier kein Ende. Heilige Kacke. So. Taler, da rein. Der Hammer. Was? Ah. Hat schon wieder nachgehangen hier. So. Regenbogenohr. Ist da nicht mit drinne? Hier haben wir welches. Okay. Rüstung. Für Rüstung brauchen wir... Ich pack das erstmal hier rein. Stöcke kommen da unten rein. Oder wir machen uns auch noch ein Schwert daraus. Da kann ich das Schwert quasi hier oben wieder mit rein. Ach, wir hatten... Oh Gott, jetzt haben wir hier massig Schwerter rumliegen. Okay, Schwerter kommen raus. Und die Schwerter packen wir hier unten irgendwie mit rein. Keine Ahnung. Eigentlich sollte hier nur Holz rein, aber irgendwie wird das immer mehr zu einer Rumpelkammer. Was nicht weiter schlimm ist, weil, wie gesagt, ne, Holz gibt es halt kaum Sachen, die wirklich nur aus Holz sind. Das heißt, hier unten die Reihe können wir ruhig aus, durchaus mal mit Sachen vollschmeißen. Stöcker noch raus. Achso, nee, halt, haben wir ja zwei. So, was brauchen wir? Wir brauchen 24 für die Rüstung. Weißt du was? Gib mal ein paar her. Kann man ja zur Not wieder zurück machen. So, da haben wir einmal das Ding. Dann haben wir einmal das Ding. Dann haben wir einmal das Ding. Und dann haben wir das Ding. Sehr schön. So, Rüstung. Danke, 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 danke. So. Schaut uns an. Wir, der Herr mit die Ringbogen. Achso, so. Yay. Ringbogenman. Mit der Ringbogenkatze. Jetzt weiß jeder sofort, dass wir der Inhaber dieses Hauses sind. Nice. So. Die restlichen Blöcke kommen wieder da rein. Die restlichen Ringbogenblöcke kommen... Ja... Doch, noch ist Platz. Ha, easy. Sehr schön. So, dann haben wir... So, dann haben wir jetzt komplette Rüstung und ein Schwert. Das heißt... Wir sind jetzt gegen Monster ein bisschen sicherer. Level 99. Klingt gut. Okay, dann würde ich mal sagen, hören wir hier an der Stelle auch mal auf und gehen stattdessen mal Home Knobbix Main Test das müsste Mods. Doch, genau, bei Mods drin ist. Nee, ist ja die. Das gehört zur Technik und die habe ich direkt in der Welt. German Kreativ Server. World Mods. Und hier muss jetzt in eins von den drei Sachen, in eins von den Dingern drin sein. Die Frage ist, bei welchem war das jetzt? War das hier drin? Basic sieht so aus, aber hier ist kein Sulfat. Was mache ich denn da? Dann vielleicht bei Technics. Achso, ist es. Ja.
Nein, was mache ich denn da? Techniks. Technik. Texture. Da sieht man eher schon eher richtiger aus. Gibt's hier Ohr? Radiation, Legacy, Items, Config, Quest, Pins, Helper, Init. Sulfat. Nicht gefunden. Und das ist aber nicht so schön. Wörtchen. Aha, okay. Dann ist das hier. Genau, Sulfat. Sehr gut. Gibt's hier Ohr? Ja. So. Sulfat. Ab wann kommt das denn? Es kommt. Oh Gott, die machen das. Die haben eine eigene Methode dafür geschrieben. Lol. Ja gut, mal gucken, ob ich die verstehe. Zuallererst wird Mapgen geladen. Die Manipulation, also der Zufallsgenerator. Oh, okay, es wächst nur in der Nähe von Lava wahrscheinlich. Werden wir dann gleich sehen. So, hier wird der Random-Wert berechnet. Davon wird ein Index gezogen. Okay, verstehe ich jetzt nicht. A ist Voxel Area. Okay. Verstehe. Also, wenn es spawnt anstelle von Stein. Aber was ist PR? Achso, Pseudo-Random. Okay. Kleiner als 7. Dann wird daraus Sulfat. Okay, also wahrscheinlich doch. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier richtig verstehe. Aber wahrscheinlich soll das hier nur bedeuten, dass quasi Stein gegen Sulfat ersetzt wird, aber nur wenn Lava in der Nähe ist. Die Sache ist halt, ich sehe hier nicht, ab welcher Höhe das Ganze beginnt. Warum können Sie nicht einfach direkt die MyTest-Funktion benutzen? Dieses Register-Ohr. Sowas hier. Das wäre doch viel einfacher. Bei Lead haben sie es sogar genutzt. Aber hier bei Sulfat schon wieder nicht. Diese Schweine, die wollen mich ärgern. Zink spawnt schon ab minus 32, dann haben wir das also wirklich, haben wir auch gehabt bei uns in der Kiste. Uran spawnt ab minus 30 schon. Warum haben wir denn davon noch nichts gefunden? Achso, wahrscheinlich, weil es extrem selten ist. Aber ist so selten, 8x8x8 ist jetzt nicht unbedingt selten. Naja, mal gucken, vielleicht finden wir das irgendwann mal noch. Ja. Keine Ahnung. Na gut, in dem Sinne, Folge hat genug. Die Folge hat genug Überlänge, von daher würde ich mal sagen: Schau mit V. Bis dann.